12. Aber gut, verständlich auch nach diesen 90 Minuten. Ja, absolut verständlich aus Kölner Sicht. Sie haben wirklich einen sehr, sehr großen Aufwand gefahren. Marius Wolf hat auch persönlich einen großen Aufwand gefahren. Sein Spiel ging ja entsprechend nicht so gut los mit seiner Nasenverletzung. Aber ja, extrem ärgerlich. Der Frust ist nachvollziehbar. Also, Marius Wolf ist bedient. Wir sind gespannt, wie es Jonas Hector geht. Der ist auch bei Sebastian Bienisch. Jonas, 0:1 Hinspiel in der Relegation. Lassen Sie einfach Dampf ablit. Gerne. Was soll ich denn jetzt hier Dampf ablassen? Okay, dann frage Jan, es ist immer schwierig zu fragen, wie groß die Enttäuschung ist. Ist dieses Ergebnis ein gerechtes oder ein ungerechtes? Über Spiel gesehen würde ich sagen, wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Also ist jetzt mein Empfinden aus dem Spiel raus. Ja, steht aber 0:1. Wie sieht's in Ihnen aus? Wie leer fühlen Sie sich? Immer diese Scheißfragen mit leer. Ja, also das ist ja Ihr Job, ja? Dumme Fragen zu stellen, das machen Sie gut. Das Ding ist, ich bin nicht leer. Ich habe gerade 90 Minuten gespielt. Ich bin enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben aber am Samstag die Möglichkeit, das besser zu machen und das Ding zu drehen. So, dann frage ich jetzt vielleicht noch eine dumme Frage zum Schluss. Wie sehr wird dieses mentale Arbeiten jetzt wichtig bis Samstag? Die ganze Zeit sich zu sagen, es ist nur eine Halbzeit rum, es geht noch was. Also darauf habe ich jetzt wirklich gar keine Antwort. Gut, danke Jonas.